Minecraft-Freunde mit allen besten Freunden Ben, Elina, Easy und Logo. Gambo, Ryan, Fabi, Ebro und Flo. Ey, das ist Chaos von 40, was soll ich besser sagen? Auf geht's, Minecraft-Freunde! Ey, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es letztens gesehen habt. Erstmal willkommen zurück zu Minecraft-Freunde. Ich hab's jetzt so viel oben im Hut, Leute, ihr wisst gar nicht, was gerade abgeht. Ja? Habt letztens die Folge gesehen bei mir auf dem Kanal, wo ich mit Künstlicher Intelligenz Freunde-Songs gemacht habe und Diss-Tracks. Leute, ich sag's euch, ich hab so viel Spaß mit diesem Programm hier. Ich habe eine Folge gemacht, die kommt demnächst online mit all den Leuten von der YouTuber-Insel, wo wir zu keine Ahnung, als Riesengruppe ultra krasse Songs noch gemacht haben. Und Leute, ich bin ehrlich, ja? Habt ihr die Folge gesehen? Findet ihr die Freunde-Songs geil, so Punkrock? Ich feier's schon, ja? Ich muss wirklich eine Vollversion davon rausbringen. Das Ding ist, Leute, ich weiß nicht, wie ich es leaken soll, Leute, ja? Deswegen ist, ich habe die letzten Tage Tag und Nacht daran gearbeitet, ja? Like, in diesem AI-Song-Video habe ich einfach nur so wirklich spontan sowas gemacht, ja? Aber danach habe ich mich wirklich hingesetzt und wirklich so 6, 7, 8 Stunden für einen Song halt gearbeitet und ihn so gefeintuned, damit der ultra krass wird. Und ja, ich habe jetzt offiziell, wie soll ich sagen, ich habe schon 11 Songs ready, die voll fertig sind. Und ich sage euch, Leute, ihr seid nicht ready dafür. Ja, es ist einer geil als der andere. Ich habe verschiedenste Genres. Es wird wahrscheinlich ein Album kommen, ja. Mit krassen neuen Songs. Ich bin super, super hyped. Ich habe selber gerade einen Ohrwurm von meinen Liedern. Es wird wahrscheinlich, ich will es mal ankündigen, ab nächster Woche, Freitag und Sonntag, 15 Uhr, immer ein neuer Song rauskommen. Mit einem coolen Video auch, ja? Also, ihr könnt euch was gespannt machen. Lasst mal ein Like da, Leute, wenn ihr das feiert, wenn ihr mehr davon haben wollt. Der erste, der rauskommt, wird wahrscheinlich der Minecraft-Freunde-Song. Dieser Auf geht's, Minecraft-Freunde, ich feiere den so krass. Und Leute, apropos feiern, ja? Kennt ihr den shop.chaoswitz.com-Song? Ey, er ist schon sehr krass. Mit der Ende-Edition. Oh mein Gott. Ey Leute, ihr wisst Bescheid. Shop.chaoswitz.com hier. Würde mich megamäßig freuen, ihr unterstützt mich. Und ermöglicht mir mehr geile Sachen zu machen. Weil zur Zeit kommt so viel XXL-Content raus. Jetzt kommen auch noch neue Lieder, die ihr auf Dauerschleife hören könnt. Ultra geil, okay? Leute, Lenny und Michelle, guck mal hier. Lenny und Michelle haben mir das Bild geschickt hier mit der Osterkarte und einem Rucksack mit dem Team Melone Ender Logo und Team Melone Geburtstag, wo die anscheinend Geburtstag hatten. Richtig cool. Wurde hier verewigt. Ihr seid hier beide auf ewig in meinem Haus. Und hier Jolie hat mir ein Bild geschickt, wo sie am Fernseher schaut mit dem Achselflüschchen und dem süßen kleinen Hund hier. Ultra cool. Da sieht man sogar die Wand hier, original. Und Vincent steht auch im Fernsehen mit krassen LED-Lichtern in grün und diesen Team Melone Plüschtier und Billy. Auch absolut cool, Leute. Die beiden sind auch verewigt. Leute, Chaos für 1.7 schickt mir auf Instagram einfach ein Bild. Hallo? 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 Na, was geht? Nein! Doch, ich bin der Som. Du liebst meinen Traum! Aber, warte, Ryan, oh. Warte mal, aber Logo, was verbirgt sich darunter, was uns so fasziniert? Unter meinem Sombrero versteckt sich meine Krone. Hör, ich seh's grad. Hä? Ja, ich bin der Sombrero-König. Der Sombrero sieht oben aus wie deine Glatze einfach. Ich dachte, ja, kein Problem. Ein, sagt Junge, ein Glatzenträger zum anderen. Ach, deswegen trägst du jetzt auch hier Dings, Ryan? Nein, das hat er mir nachgemacht, ich bin der einzige wahre König. Wow. Achte auf, was du sagst, sonst plapper ich dein Geheimnis aus. Oh, hey! Okay, Ryan. Das war ich Ryan, nicht. Guck mal, pass Ryan. Auf, ich bin auf den Server gekommen und Logo stand hier mit seinem Sombrero und meinte, ich bin der Sombrero. Junge, was ist hier passiert? Sachen abgebaut. Ich war hier ein paar. Okay, erstmal, wisst ihr? Was für Sting, Mr. X? Ja, erstmal, guck mal, wo ist mein Fass? Das ist wichtig gewesen. Was? Oh, hier ist staubig. Was? Staubig? Hier war ein Fass mit meinen ganzen Seeds. Habt ihr das versteckt? Nö. Ja, wo ist das jetzt hin? Das kann sich ja nicht in Luft auflösen. Vielleicht ist es explodiert. Ah!
Alter, ist der smart. Ey, du, ich hab die Kiste geöffnet bei mir. Ja, ich war eine Millisekunde kurz davor, weil ich dachte, okay, das von Gambo, der letztens schon mal nur ein Geschenk gemacht, das kann nichts sein. Ja, dachte ich auch. Ja, ich wollte sicher gehen, weil... Einfach eine Note angestimmt. Was ist du? Oder war das hier? Hä, was ist passiert? Wie was ist passiert, Junge? Hast du dement? Oh mein Gott. Junge. Jo, ich glaube, das war der Hacker. Aber war das der Hacker? Das war der böse Admin, oder? War das der böse Admin? Chaos-Flusch-Ding. Jetzt habe ich den Beweis, wie wer das geschrieben hat. Oh nein, ich kann nicht lesen, was steht da? Ich kann nicht lesen, ich bin Logo, Doppeldonnerstag bei Kaufland. Doppeldonnerstag? Nein, der Doppeldonnerstag ist der Aufnahmetag. Am Donnerstag gibt's aber gute Werbung. Überhaupt Bescheid. Das kann ja nicht sein. Oh mein Gott, schon das Thomas. Lass die Sombrero auf. Okay, warte hier, das schenke ich dir. Ich hab nicht mehr genug Erde dafür. Hier. Guck. Oh mein Gott, was ist das? Oh, ist das so ein Ding, wo du, wenn du die Haare hinhältst, dann stellst du sie auf? Ja. Aber wo machst du das? Wenn du die anklickst, wirst du elektrisiert. Wenn du die anklickst, wirst du elektrisiert. Oh. Ja gut, Leute. Ich weiß schon wieder, warum ich nach den paar Tagen, wo ich nicht auf dem Server war, nie wieder online kommen. Das war's, Leute. Das ist mein letzter Tag. Ich verabschiede mich heute von meinen Freunden. Das ist mein letzter Tag. So. Hier, ich verabschiede mich jetzt. Ja, chillig. Alter. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, Logo, du bist so assi, wirklich. Ja, also... Ich hätte nicht gedacht, dass er die wirklich drückt. Wollt schon Freunde für die Ewigkeit, gell? Der Damage ist immens. Junge! Ich dachte, du weißt, was das ist! Hey, nein, woher soll ich wissen, was das ist? Du hast gesagt, ich hab mich mal elektrisiert, aber nicht, dass die ganze Digga, Welt. Wer glaubt denn sowas? Jetzt bin wieder ich schuld, hä? Ja, ich gaslight dich jetzt einfach. Hier, probieren wir es nochmal aus. Junge, machst du einen Speedrun, alle möglichen Bomben auf dein Grundstück mal zu platzieren? Guck mal, es hätte auch schlimmer sein können. Was Junge, ich geh jetzt weg von dem! Ist es wie ein Endcrystal? Hm? Was meinst du? Ja, guck mal, hast du die Explosion gesehen? Hä, welche Explosion? Flo, was ist denn hier passiert? Was? Junge, das schloss wie so ein Server-Spawn von so einem Anarchie-Server. Nein! Flo, was ist denn hier passiert? Hast du meine Line gesehen? Junge, jetzt schaut's original wie so ein Server-Spawn. Oh nein. Wer setzt bitte das Logo? Zahlst du die Versicherung, denkst du? Und ich wusste, ich hätte Haus komplett Versicherung abschließen müssen bei GG Gaming. Ich glaube, die hat nicht gescammt. Junge, du baust ja Holz und Grill, was ist das? Ja, ich habe keine Erde mehr. Junge, ist das Villager-Dorf hier oder was? Das sieht voll schön aus jetzt. Ah ja, Ryan. Weißt du, was noch schön aussieht? Ja. Junge, wahrscheinlich ist es bei Easy auch schön. Was war die bei dir auch schon? Habt ihr Haus angezündet? Ja, das habe ich gerade angezündet. Eigentlich wollte ich noch rein nuken. Oh mein Gott, Leute, ich kann das nicht. Sieht doch hübsch aus hier. Ja, ist doof gelaufen. Ja, guck, es steht hier. Warte, wir können noch ein paar Akzente setzen. Es steht hier Kofrikt. Oh mein Gott, ja, fast. Ja, was, ob das so viel Damage macht? Lass mal einen in dein Haus stellen. Nein. Nein, mach ich nicht. Hab ich schon. Irgendwo hier in dem Haus habe ich eine tödliche Bombe versteckt, Flo. Du, ist das wegen dem. Ist das wegen dem Reaktor immer noch? Ist das das, was du hier machen willst? Nicht. Meine Palme! Die hatte Kinder und Familie. Bring doch Palmen-Merch raus. Rest in peace. Ich bringe jetzt ein Logo-Zerstörungs-Diss-Track. Okay, komm. Komm und ich weg. Soll ich mal kommen? Willst du mal meine Axt spüren? Meine Axt ist so stark. Mir kannst du nichts. Ich hab den Österreicher Schirm hier. Wo ist Flo? Ich sehe ihn gar nicht. Logo? Oh. Ja. Flo ist verschwunden.
Was macht Ryan? Ryan, tu nicht so, du bist genau gleich schuldig. Ja, Flo, willst du mal einhaken? Ryan, du bist Teilkrimineller. Du bist Teilkrimineller. Warum? Ich hab gar nichts. Nein, du warst dabei, Ja, gut, also ihr baut das alles wieder richtig, gell? Ihr guckt mir auf den Mann und ihr macht das nachher, gell? Wieso? Ja, nachher ihr? Nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Elina? Oh, wer ist das? Axgrid. Hallo. Elina, bist es du? Ja, ja. Elina, nein! Moin. Elina, mein Name. Wie kann ich euch weiterhelfen? Alter, Elina, bist du in Stimmbruch gekommen? Ja. Da war ich nie. Gambo! Wie findet ihr die Moves? Gambo, heute ist mir letzte Tage Minecraft-Freund. Ich verlasse den Server, nachdem was hier passiert ist. Was denn passiert? Ja, guck dir an, was hier passiert ist. Deine Hilfe. Junge, die haben mir einen Elektro-Crystal gezündet. Was? Wieso die? Ich hab doch gar nichts gemacht. Die haben einfach meinen Weg gewonnen, Gambo. Welchen König bin? Was für ein König bist du? Hä, ich bin auch König. Guck hier. Guck auf meine Krone über meinem Sombrero, da. Siehst du das? Ich Warum bin der habt König. Ihr denn Kronen auf? Sir Lancelot von Riesenriecher. Sie stehen auf meinem Thron. Wer hat mir das so nachgemacht? Sind die Kings von Minecraft. Ruf nach einem Weißt du noch? Ja, ich hab's kurz vergessen, aber stimmt. Also, Logo, jetzt haben wir eine offene Rechnung. Du kannst ihn nur begleichen, wenn du mir dein Supremo gibst. Ist es. Ah, okay, wird das ein Nachspiel haben. Sombrero. Mit Gambo muss ich auch noch ein Nachspiel haben wegen dem blauen Haus. Blaues Haus? Du hast gesagt, dir gefällt das wegen deinem Merch. Das war ein Spaß. Ja, besser ist. Das sieht viel besser aus. Ist das ja, okay. Deswegen noch so? Ich hab schon überlegt, ob ich das abreiße. Das sieht so kacke aus. Das sieht auch nicht kacke aus. Soll ich das nächste Lila werden? Junge, ich hab alle Farben bald durch. Ja, aber in grün fand ich das besser. Nein, wow, nein. Ja, es ist auch noch grün darunter. Blau ist ja, jetzt super. Gambo, weißt du, was hier passiert ist? Noch mehr TNT was hin. Habt ihr denn hier gemacht? Habt ihr das eine Tesla-Kugel. Eine Tesla-Kugel? Das war eine einzige, war das? Ja. Ach du Kacke. Willst du auch mal draufklicken? Gott. Nee, lass mal. War hier der Tesla Cybertruck? ist hier dagegen gekracht? Von dem Truck, da gibt's nicht eine Schramme, aber das Haus. Der wurde nuklearisiert. Vor allem, warum steht hier ein Auto? Au, CF. Ist das nicht von 4, 4. Dir? Au. Da steht im. Alter, da steht im Halteverbot. Das gibt eine Anzeige. Irgendjemand hat jedes Dach das Reifen abgezogen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Haben wir den Handzeigen? Hoppa, ist auf dem Server. Den Handzeigen? Den Handzeigen. Den Handzeigen, ja, aber den Handzeigen, Hauptmeister hier. Vor allem Österreich ist nicht AU, Österreich ist AT. Ah. Stimmt. Junge. Steht da doch. Na, das, vielleicht kommt das ja aus Australien, das Auto. Das gibt 15 Euro Bußgeld und einen Punkt. Vor allem in Österreich gibt's nicht mal Punkte, so richtig. Da gibt's echt nicht? Nee, das ist ein anderes System. Was macht ihr? Striche oder Strichmännchen? Habt ihr ja, so, Autos? So Geigenmännchen. Sachsen-Anhalt. Ich glaube, das gehört dir. Was? Explosion. Warum denn Fahrverbot? Ich hab nicht mal ein Auto. Fahrverbot? Aber wie lange Fahrverbot? Deine Reifen wurden halt auch mitgenommen, ne? Also du wirst so schnell wirst du nicht fahren. Wir wurden nicht Felgen einfach abgezogen. Junge, ich wusste, ich darf in der Stadt parken. Oha. Oh, sind das die 21 Titanium-Felgen? Junge, damit mal auf den Racetrack, Alter. Oh, Junge, ist der Motor. Der ist aber ganz schön eingestaubt, ey. Was? Alter, ist das ein Mercedes? Der ist Elektro, oder? Wie viel Reichweite hat der? 2 Kilometer. Ja, warum ist jetzt hier ein Netherrack-Herz? Ich hab das verschönert, das ist doch gut, oder nicht? Stimmt das? Ja, nee, der kommt aus Sachsen-Anhalt. Warte mal, hier, Anhalt, so. Da muss aber das ist in Sachsen-Anhalt, jetzt. Aber das ist fast das gleiche. Also wie der ja, das hat, ja. Das gibt eine Anzeige. Das gibt eine Anzeige. Das gibt eine Anzeige. Ja, das gibt uns eine Anzeige. Steht im Halteverbot, der siebte Punkt. Ja, das ist Beleidigung, ich zeig's an. Und dein Haus kriegt jetzt eine Anzeige für Halteverbot hier, so. Du weißt doch nicht mal, wie man Halteverbot schreibt. Hui, mir fällt's gerade auf, der Abfalleimer ist weg. Oh mein Gott. Yes. Ja, wir. Oh, Junge. Ihr könnt vergessen, das Logo rausgebaut hat jetzt. Hä, was ist passiert? Ich weiß was passiert, Logo? Junge, Ben hat das ein Haus gebaut. Erstmal, was ist das hier? Yo, hier ist ein Hologramm! Ich guckte in die falsche Richtung, leider. Hö, wer ist das? Das ist Joe. Ein Hologrammprojekt ist das. Das ist Joe? Digga, Logo. Ja, Joe Mama.
Ey, da ist ein Homie von mir. Yo! Alter, also die kommen immer hier hin. Tradet ihr was Cooles? Nein! Alles für die Pizza. Ich wollte mit dem traden, was soll das jetzt? Ich wusste nicht. Hey, was hab ich jetzt? Ich hab nicht mehr geschlagen. Oh, Gammel, das warst du, das hab ich gesehen. Nein. Hört auf, euch zu streiten. Gammel. Gammel, du hast einfach irgendwie einen Hammer von der Baustelle. Hä, pack deinen Regenschirm weg, was ist das denn? Komm doch. Renn ich auch so lange. Was ist das? Ist das ein Schild? Ryan, es tut mir leid, aber es war selbst. Okay, aber wir sind jetzt. Komm mal hier. Kündige nicht so Kackwaffen im Labor. Hey, wir können die ja mal upgraden noch weiter. Ich habe meine ja auch schon ausgelevelt. Deine ist doch nicht ausgelevelt, oder? Und deine ist Netherite, ja, das ist schon mehr Base Damage. Ja, aber meiner ist jetzt auch maximaler Speed. Schneller kann man mit der nicht mehr schlagen. Willkommen! Boah, ist das etwa... Yo, Ryan, ich bin großer Fan. Melonen-Sommer ist Stimmt. Willkommen! Rest in peace. Oh. Ich weiß nicht, ob ich aufgespießt bin. Ja, denn wenn Schmerz trübt. Free Food, gesponsert von Ryan, Junge, das hier ist einfach... Oh. Das ist Karotten, die geben meinen ganzen Hungerbalken, was? Alter, wie großzügig du bist, Ryan. Ja, gerne. Alter, du bist nur am Meckern. Ja, wenn mein halber Vorgarten gesprengt wird. Ja, bla, ja, bla, bla. Mein ganzes Haus ist weg, ich bin obdachlos. Wie würdest du dich fühlen? 1-0 für Logo. Ja, wisst ihr, Logo spielt es nur hier durch, weil er einfach nichts zu verlieren hat. Logo, kann man nicht mehr brechen, Haus oder keins? Das ist... Bin schon ein gebrochener Mann, was willst du noch kaputt machen? Ja, das meine ich. Ja, lass es. Podcast gab's auch nicht. Junge, was hat Ben schon wieder hier gemacht? Der baut hier Area 51. Willkommen zur ersten Folge des Minecraft-Freunde-Podcasts. Hallo. Moin, Leute. Hey, Mann. Das ist mein Podcast. Ich hoffe, ihr gefällt euch. So hab ich noch nie geredet. Ja, das ist so blöd. Das ist so doch, komm. Also, guck dir mal einen Freund eins von dir an, Gambo. Ja, ja, okay, komm, ich mach das. Alter, warum wird hier so geschossen? Warum kann er das so mit dir machen, Alter? Nee, aber ich bin ehrlich. Ey, hallo, darf er so? Darf er das wirklich? Junge, Gambo, hast du jeden Respekt vor dir selbst verloren? Ja, wirklich. Okay. Jetzt aber Gambo, komm her, Gambo, komm her, Gambo, du bist der Einzige hier, gegenüber dem ich gerade nicht mad bin. Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, nee, Ryan und Logo. Ryan und Logo sind beide Teilkriminelle jetzt gerade. Die haben beide meinen Vorgarten gesprengt. Okay. Ich bin auch Vollzeitkrimineller, ist okay. Ich hab seit 3 Jahren nicht einen Cent an die Steuer gezahlt. Also. Das Finanzamt hat diesen Trick. Gibt's das Finanzamt mittlerweile? Achso, wir reden von Freunden. Jetzt zahle ich meine Steuern, ja, natürlich. Ich mach jetzt deine Box kaputt. Boah, wenn Ben wieder... Also hat das eigentlich irgendjemand mal gelöst? Mann, mach den Rand nicht kaputt. Das ist Deko. Das ist nicht lösbar. Du brauchst einen Tetrahammer. Nein, das ist ein... Klar kannst du das lösen. Du brauchst einen Hammer. Ryan, platzier mal die Ecke da rein. Klar kannst du das lösen. Ich löse. Ich habe meine Tasten nicht gefunden. Gambo war mit dabei. Ich habe das mit Gambo zusammen entworfen. Natürlich ist das lösbar. Gambo kann das bezeugen. Gambo? Ja, das ist wirklich. Geh mal weg hier. Ich will auch rein. Okay. Ich komm nicht mehr raus jetzt. Okay. Oh, das hab ich gehört. Pass auf, wo du hinklickst. Nein, der Obi trappt uns. Come on. Oh, right. Oh, nimm Abstand. Leute, wie? Nein, ich sag's euch, das ist mein letzter Tag.
Ich hab keinen Bock mehr drauf, Leute. Was ist das, Leute? Ich mache einen. Ich arbeite an einem Minecraft-Freunde-Song. Freunde für die Ewigkeit. Halten fest zusammen. Komme was wolle. Und Leute, dann kommt das, Leute. Das Einzige, was fest zusammenhält, ist die Zerstörung. Leute, das ist so ernst. Gambo, lootest du mich grad? Ich hab nur mal geguckt, was du so für schöne Items hast. Man darf doch wohl mal gucken. Ja, gucken. Aber nichts anfassen, Gambo. Hast du was genommen? Nein, natürlich nicht. Junge, die ganze Stadt geht kaputt. Ja. Ah, das repariere ich. Oh, was ist das hier? Weil es ein Ding so mehr Erzblöcke. Ja, das stimmt halt. Oben rum normal aussehen. Hallo, Logo, ja. Bei Ben machst du das bestimmt nicht. Da traust du dich wahrscheinlich nicht. Bei was? Mit dem Elektro-Crystal. Oh, Digga! Was? Ich weiß aber, was mit dem Crystal abgeht. Ich hab das schon probiert. Ach so, aber sein Haus ist noch nicht gesprengt mit dem. Nur bei mir, bei Flo. Kann ja nichts, dass du die draufhämmerst. Was hast du gerade gesagt? Flo. Oha, wie ein Dulli. So? Flo, so kann man mit dir reden, das krank. Flo, nein. Ich werde jetzt kochen. Kochen, ne? Was willst du denn kochen? Ich werde die Rache kochen. Das war ein Schnitzel. Sag's dir an. Logo. Ja? Du wirst so viele Backrooms unter deinem Haus jetzt kriegen. Da ist doch schon ein Labor unter meinem Haus. Wie willst du da noch einen Backroom-Raum reinknattern? Dann baue ich's über deins. Ne, ohne ich baue einfach unter Gambus eins. Hä? Warum ziehst du mich denn jetzt damit rein? Du warst Mittäter, du standst daneben. Ja, das stimmt, das Gambo. Ich bin selbst mit dem Loch, ich bin auch gestorben. Okay, Gambo, dann vergebe ich dir nochmal. Täter. Ich bin vorhin bei Flo's Explosion auch. Oh, aber Gambo, du kannst es wieder gut machen, wenn du mir hilfst. Wir wissen jetzt. Ich hab doch gar nichts gemacht, Gambo, Junge! Du hast da drauf gedrückt, nicht ich! Nein, hab ich nicht! Hab ich nicht! Irgendwer von euch hat das gepuncht! Nein. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, ich hab das nicht. Also die von außen. Ich auch nicht! Ich hab nur den Block drunter abgebaut. Irgendwer von euch hat gepuncht, irgendwer von euch hat gepuncht. Ich hab so viel Crystal Pinky letzte Zeit gespielt, ich weiß, wie das funktioniert. Ich hab in F5 gesehen, dass da ein Crystal geplaced ist, deswegen habe ich nur versucht, Gravel abzubauen. Hat ja, nicht Gambo. Geklappt, weil du mich die ganze Zeit geboxt hast. Lass los, Gambo. Ja, nee. Das lass ich mir nicht aufbinden. Gambo, aber guck mal, Gambo, du bist jetzt Mitopfer eigentlich. Willst du dich nicht rächen? Rächen? Woran? Ich bin hier schon. Junge, Ryan macht wieder allein. Wenn ich mich für jedes Mal rächen wollen würde, Digga, würde dir die halbe Stadt nicht mehr stehen. Oh mein Gott. Gambo, habe ich bei dem Haus eigentlich noch ein Gefängnis stehen gehabt? Nee, oder? Nee. Okay. Ich weiß nicht, was. Kannst du wieder eins platzieren? Manchmal kommt man durcheinander. Also, okay. Ja, also. Ryan, bist du da wieder am Bridgen? Ja, ich übe gerade bauen. Die Diskussion, die ist ein bisschen langweilig. Da musste ich was anderes machen. Ryan ist wie so das Kind, wo die Eltern sich streiten. Yo! Oh, ja, ich hab Sprungboots, das funktioniert nicht. Richtig ästhetisch, was du hier baust, Ryan. Danke, ich bin Künstler. Oh mein Gott, ich kann das nicht. Hat noch irgendjemand Erde? Das sieht schon ein bisschen kacke aus. Ja, das flicke ich noch, ich hab Zeug im Labor. Okay, ja, ich zoome jetzt noch einmal Minecraft-Freunde. Achso, du, Gambo, okay. Wir sind doch Freunde, Gambo. Wow, ja. Leute, wir müssen uns, keine Ahnung, revanchieren, Leute. Ich hab nichts Logo getan, ich weiß nicht, woher das jetzt alles kommt. Ich hab dem Mann nichts getan, Leute. Ich war mit ihm quitt und guck mal, jetzt ist alles hier irgendwo im Nirgendwo. Ich kann das nicht mehr. Leute, ich weiß ganz genau, wen ich jetzt hier dazu holen muss. Denn Leute, mein Haus hat schon so viele Schäden heute miterlitten. Lass einen weiteren vielleicht riskieren, okay? Ich habe nämlich was länger überlegt, Leute, ja? Wir haben nämlich hier diesen Hullbreaker. Und Leute, ich wollte den als Aquarium hier in meinem Haus haben, also in meinem Aquarium. Ich habe extra Blobby, Feuerachse und Axel gesaved. Das heißt, wir sollten ihn jetzt safe reinmachen können. Und Leute, wie krass wäre das, wenn wir den gefährlichsten SCP als Baby in unserem Haus gefangen haben, ja? Wir können vielleicht einen andermal einen Großen nochmal irgendwie suchen und den auch einsperren. Oder mit dem Großen was machen. Aber ich würde es erstmal testen, Leute. Es ist möglicherweise eine sehr, sehr, sehr schlechte Idee, okay? Aber ich teste es mal. Oh mein Gott. Okay. Er macht sehr, sehr komische Geräusche. Aber ich glaube, wir sind safe. Okay? Das ist meine
Einschätzung. Warte, ich kann meine Kiste nicht öffnen. Oh mein Gott, der hat die riesen Hitbox! Oh, das war eigentlich ein Schutzmechanismus, Leute. Das ist irgendwie cool. Schwimmt der auch hoch? Oh mein Gott! Ich sag's euch, das ist das krasseste Haustier, was man haben kann. Und das krasse ist, guck mal, seine Hitbox geht hier überall durch. Das ist der protected manchmal sogar mein Stuff. Okay, Axel, Blobby und so bleiben jetzt fürs erste Mal hier sicher drin. Während der hier ist. Genau, was wollte ich gerade machen? Ich wollte gerade eine Trap durch hier oben wieder placen. Ah, die Sounds von dem sind ja mal anders. Ah, ne, die habe ich nur geöffnet. Ich dachte, ich habe die abgebaut. Oh mein Gott, okay. Ich sag's euch, Leute. Wenn es einen Wettbewerb gibt für das geilste, krasseste Haustier, würdet ihr das kriegen. Oh mein Gott, wir haben einfach den gefährlichsten SCP als Baby in meinem Haus gefangen. Leute, schreibt mir in die Kommentare, welche krassen Monster soll ich noch fangen als Haustier? Wie krass wären das? Das macht mich dann zum SCP-Overlord quasi hier. Zum Meisteranführer der SCPs. Und der ist eigentlich freundlich. Der ist nur mad, wenn man den attackt. Wenn man den einmal attackt. Oh, das Problem ist, wenn ich jetzt hier in die Luft schlage, wird der hyper mad. Also man sollte hier beim Haus nicht fighten. Leute, wie das ausgeht, ich weiß nicht. Aber lasst mal ein Like da für die XXL-Folge Minecraft, Freunde. Shop.countit.com hier. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da. Haut rein und ciao, Leute.